den Nachmittag. Ja, wir haben in den letzten Monaten programmiert, wir haben Compiler benutzt, wir haben Editoren benutzt und wir haben ein Werkzeug benutzt, das wir als Projektverwaltung bezeichnet haben. Gell? Also heute verwendet man ja manchmal so grafische, so GUI-mäßige IDEs, gell? Also die so alles können, gell? Und noch viel mehr. Mhm. Das ist zwar schön, gell, wenn man da schreibt, wenn man die Dinge aber dann verteilt und vielleicht weiterverarbeiten will oder so, ist manchmal fein, wenn man andere Instrumente hat. Gell. Und aus der Unix-Tradition hat man dann eben so Editoren, die können beliebig sein. Gell. Also wir haben unseren Lieblingseditor, den Vim. Gell. Und Compiler, gell, also da haben wir früher einfach einen CC gehabt und irgendein Unix-System hat halt ein CC gehabt. Inzwischen verwenden sehr, sehr viele eben diesen GNU Compiler Collection. Und dann haben wir diese Projektverwaltung, Make, gell, oder GNU Make, sollte man vielleicht sagen, gell, weil es von GNU kommt, gell. Mhm. Ja, und dieses Instrument haben wir hier schon benutzt. Und zur Steuerung braucht man da das Make-File. Ja, das Make-File, das ist eine Textdatei, in der dann für jedes Modul erklärt wird, woher es kommt, welche Abhängigkeiten es hat und wie man es dann erstellt. Also das sind die Grundlagen im Make-File bei der Softwareentwicklung. Man kann dann noch andere Sachen dazugeben, gell? Also wir haben immer ein clean und clean all geschrieben, gell? Und viele schreiben dann ein install, gell? Macht Sinn, gell? Oder ein config. Und wir wollen jetzt einen Schritt weitermachen, und zwar wollen wir Makefiles mit Makros schreiben, gell? Also Makefiles mit Makros, die kompilieren dann nicht automatisch, aber sie werden etwas flexibler oder etwas zukunftssicherer, gell? Oder wenn man etwas verändern will, dann ist manchmal einfach, das dann im Makro zu verändern, und das gilt dann für alle Abschnitte, gell? Und wir haben eigentlich schon mal ein Beispiel gesehen, machen wir nochmal halt, und zwar make, gell, haben wir gesagt, kommt von GNU, gell? Also GNU make deshalb, gell? Also dieses Projekt, das von Richard Stallman da initiiert worden ist, gell? Und wenn man da auf die Startseite geht, gibt es irgendwo dann den Link zur Dokumentation, und die Dokumentation umfasst hier die verschiedensten Formate, und wenn wir da mal eines öffnen, gell? Zum Beispiel das PDF, dann sehen wir GNU-Make, die Dokumentation, das sind über 200 Seiten, gell? Also wir wollen hier nicht den Rest des Jahres mit dem Studium von GNU Make und all seinen Eigenschaften da verbringen. Wir wollen aber einen Schritt machen. Gell? Und das machen wir jetzt mit einem Beispiel. Das Beispiel, das haben wir schon mal gesehen. Und zwar ist das, wo haben wir es denn da? In unserem Moodle für Systeme, dritte Klasse, im Abschnitt Automaten, da war ein Beispiel, das wir schon gesehen haben, gell? Und da war ganz ein wildes Makefile dabei. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Gell? Also Automaten, da ist dieses Beispiel vom 101 Automat gewesen. Und das habe ich hier liegen. Gell? Hier haben wir ein paar Dateien, machen wir ein Make Clean All. So. Also damit sind wir gestartet. Und zwar haben wir eben den Automat, das Modul, das einzige Modul in dem Fall, und das Makefile. Und da haben wir einfach nur eine Textdatei, wo wir etwas aufgeschrieben haben. Gell? Mhm. Ja, da schauen wir mal. Makefile. So schaut es aus. Ja, dieses Makefile, das beinhaltet Makros. Gell? Also das ist ein Makefile mit Makros. Ja, und diese Makros, die verwenden wir dann in den einzelnen Abschnitten. Und ja, wie werden die definiert? Die werden am Anfang der Datei definiert, des Makefiles.
Normalerweise bekommen diese Makros Namen in Großbuchstaben, hat sich so eingebürgert, gell? Und man macht einfach eine Zuweisung, gell? Also da haben wir dann ein CC und dieses CC, das beinhaltet dann für uns GCC. Oder wir haben die Argumente, gell? Und die Argumente verwenden wir dann für alle Module, gell? Also in dem Fall haben wir noch eines, gell? Also wenn wir mehrere haben, können wir es für alle verwenden, gell? Dann haben wir ein Ziel, das wäre also die ausführbare Datei. Das Programm schreiben wir einfach hinein, wie das heißt, gell? Und dann haben wir eines mit den Objektfiles, gell? Objects. Hier haben wir noch eines, können wir dann mehrere haben, schreiben wir alle nebeneinander und dann haben wir auch hier geschrieben, wie wir clean machen, gell? Also das wie wir löschen unter Linux oder Unix. Was ist denn dabei wichtig? Diese Zuweisung, gell? Das ist nicht zufällig, dass ich da keine Leerzeichen habe, das muss so sein, gell? Also vor und nach dem Ist-Gleich darf kein Leerzeichen stehen. Ja, und wenn wir das da so haben, dann können wir diese jetzt verwenden. Und wenn wir da schauen, hier haben wir zur Kompilierung zwei Abschnitte. Also der erste Abschnitt ist immer der, der dann gemacht wird. Und wenn wir dann in den Abhängigkeiten, abhängige Dateien haben da, die ein Ziel in einem anderen Abschnitt sind, dann werden diese Abschnitte auch mit ausgewertet und dann eventuell die Tätigkeiten ausgeführt. Ja, wie schaut denn das aus? Das ausführbare Programm hängt von all den Objektfiles ab. Ja, das stimmt immer, gell? Also, der erste Abschnitt schaut immer so aus. Also, die ausführbare Datei hängt von allen Objektfiles ab, gell? Also, wenn wir da schauen, die ausführbare Datei haben wir definiert. Und Objektfiles haben wir auch definiert, ist nur eines da, gell? Und, ja, der Abschnitt schaut immer so aus. Den können wir also immer gleich lassen. Dann, wie erzeugen wir die ausführbare Datei? Also wir rufen in dem Fall das Linken auf, gell, ist also Teil des GCCs. Also jetzt rufen das Linken auf. Was geben wir an? Wir geben die Argumente an. Und ja, dann geben wir an, wie es heißen soll. Also minus O und dann die ausführbare Datei und dann die Objektfiles. Wenn wir diesen Abschnitt betrachten, dann sehen wir, der ändert sich nie. Das ist immer das Ziel, hängt von den Objektfiles ab. Wir haben immer den Aufruf GCC mit den Argumenten und dann der Name der ausführbaren Datei, also minus O und das Ziel und dann die Objektfiles. Also, wenn wir dieses Makefile einmal geschrieben haben, dann steht dieser Abschnitt immer, ist immer der. So, und dann schreiben wir die einzelnen Module, die Abschnitte, wie wir sie erzeugen. Und ja, da haben wir also den Namen des ersten Moduls, das Objektfile, und woher kommt es? Das hängt ab vom Quellcode. Aha, also das muss man schreiben, das muss man also, wenn mehrere Module sind, dann müssen wir das für jedes Modul schreiben. Und dann geht es weiter. Dann haben wir das Kompilat, das Kompilieren. Gell? Kompilieren, minus C steht doch da, gell? Also ohne das Linken, nur also das Präprozessor laufen lassen, kompilieren, assemblieren und dann die Argumente, die wir definiert haben. Und dann definieren wir, wie die Datei heißt und woher sie kommt. Gell? Ja, das kann man dann so für jeden Abschnitt machen und man muss jeden Abschnitt dann hinschreiben. Gell? Und ja, dann haben wir die Abschnitte clean und clean all. Gell? Was macht ein clean? Clean macht ein clean der Objektfiles, der Objects. Gell? Und das ist immer dasselbe. Das ist immer rf-rf. rm-f, gell? Also remove force, ohne lang rückzufragen, gell? Also rm-f und dann die Objektfiles. Und die Objektfiles haben wir ja schon geschrieben, gell? Und die haben wir ja auch schon verwendet.
Also, und die haben wir jetzt da auch verwendet und die verwenden wir hier wieder, gell? Also brauchen wir die Objektfiles nur einmal hier in diese Liste geben und können sie auch bei clean verwenden. Also rm-f die Objektfiles. So, clean all haben wir gesagt, gell? Macht wieder ein rm-f die Objektfiles und auch die ausführbare Datei. Gell? So, und das ist jetzt unser Makefile. Ein Makefile, das ein bisschen flexibler ist. Wenn wir zum Beispiel bei den Argumenten sind und wir, ja, wir arbeiten da, was könnte man da machen? Dann könnte man sagen, ja, er soll nach ANSI und nach C99 hier den Standard kontrollieren. Wir könnten auch noch sagen, minus W all, Warning all, immer schimpfen, wenn ihm etwas nicht gefällt. Gell? Oder wir könnten da hineinschreiben, ein minus G, also Debug-Informationen mit in die Dateien geben, damit wir das dann auch debuggen können bei der Entwicklung. Gell? Wenn wir das jetzt mal so speichern, sagen wir Make, hat funktioniert, gell? Sehr gut. Gell? Ja, wenn wir jetzt das ändern wollen, haben wir gesagt, aha, es funktioniert, wir haben es getestet, dann könnte man sagen, okay, ja, das mit der Debug-Information, das braucht man nicht mehr, gell? Also nehmen wir es weg. Und jemand sagt, das wollen wir jetzt optimieren. Gell? Macht der Minus groß, oh, den Optimierer, gell? Den Optimizer laufen lassen. Gell? Speichern wir es durch den Make. Und dann sagt er dann, ja, durch den Make, clean all, alles nochmal löschen. Und dann nochmal ein Make. Und es funktioniert. Gell? Okay, also sehen wir, vorher hatten wir das Make. Und wir hatten in dem Aufrufen bei den Argumenten, bei den Optionen für Make immer das Minus G drin für die Debug-Informationen und jetzt haben wir das Minus groß O, das ist der Optimizer, gell? Ja, weiß nicht, ob unser Programm sehr viel schneller wird, aber auf jeden Fall ist es mit drinnen. Ja, das ist Make mit Makros, gell? Also das sind elegante Make-Files.